Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute einen Relax-Sessel der Firma Himola namens 7602 mit Vollausstattung oder mit einer sehr guten Ausstattung. Und zwar hat dieser Sessel beinhaltet elektrische Verstellung, Akku, Höhenverstellung und Herzwaageposition. Was das ist, zeige ich Ihnen gleich. Sessel ist drehbar, Sessel ist Größe Medium, also passt für mich mit 1,83 Meter gerade noch. Ich schaue nur, ob das stimmt. Ja. Er ist nicht nur Medium, er ist auch Large, weil Sie haben ja die Höhenverstellung. So ist er für mich besser. So war er für eine kleine Person besser. Also ideal ist, wenn die Füße gerade noch den Boden berühren. So, hier ist die Fernbedienung. Alles eigentlich einfach zu bedienen. Hier gehen, unten gehen die Funktionen alle gemeinsam. Fußteil raus, Rücken nach unten. Das, was piepst, ist der Akku, den müssen wir wieder laden. Und jetzt haben Sie hier die Füße auf Herzwaageposition, das heißt über dem Herzniveau und damit den optimalen Blutrückfluss. Hier kann ich das Kopfteil verstellen, sodass ich in die Kiste klotze. Hier den Rücken nach vorne. Und hier das Fußteil runter. Da, diese Taste ist für alles gemeinsam. Brauche ich also nichts überlegen. Geht es retour. Hinten dran geflatscht, zeige ich Ihnen erstmal, die Fernbedienung wird aufgerollt hier an einem Magneten. Und hinten dran geflatscht ist der Akku, der jetzt rot ist, den man jetzt laden muss. Das werde ich nachher gleich tun. Das Ladegerät ist auch dabei. Sessel ist wohnliche Formgebung, sehr bequem. Sehr bequem. Natürlich auch die Funktionen ganz toll. Nachteil hoher Preis, Himola verlangt Geld. Nachteil 2, Sie brauchen hier durch die breite Armlehne etwas mehr Platz. Und Nachteil 3, durch die Bequemlichkeit werden Sie oftmals einschlafen. Das ist der Sessel 7602 von Himola. Kurzes Advertising. Sie sind hier bei Lutz Reinhardt, profischnapp.de, dem Online-Outlet für Markensofas. Wir verkaufen hier Einzelschnäppchen, Messestücke, Prototypen, Fotomuster. Online unter profischnapp.de oder live hier in Empfingen. Wann kommen Sie mal vorbei? Ich würde mich freuen. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.